Was geht ab, meine Z-Fighter? Osdere hier. Und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz anmerken, es hieß am Anfang, dass das ganze Team-Rating-Video jeden Samstag kommen wird. Aber da ich jetzt ab und zu ein bisschen am Wochenende oft einspringen muss, beziehungsweise was los ist momentan, stellt euch bitte darauf ein, dass das Team-Rating-Video am Wochenende kommt. Heißt entweder Samstag oder Sonntag. Aber ihr sendet mir die Teams bitte jeden Freitag immer noch mit dem Hashtag Team Osdere ein. So viel dazu. Dann würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit und legen direkt los mit Team Nummer 1. Team Nummer 1 ist von Zytox LP, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Shoutout an ihn. Danke für die Einsendung. Aus aktuellem Anlass handelt es sich hier natürlich um ein LA Vegito Blue Team. Und ein Heroes Team quasi, ja. Denn LA Vegito Blue gibt Hero Charakteren Super Type Ki plus 3 auf HP Attack und Def 70%. Wir sehen hier natürlich, er hat ein sehr gutes Team aufgestellt, also kann man nicht viel zu sagen auf jeden Fall. Es ist ein gutes Team, sieht schon mal gut aus. Wir werden uns gleich seine Charaktere anschauen. Alle sind Max Level, alle sind Dokkan Awaked. Heißt, es gibt schon mal 6 von 10 Punkten. Beziehungsweise fürs richtig Setzen gibt es 6 von 10 Punkten. Max Level, alle Dokkan Awaked. Heißt, sind wir bei 8 von 10 Punkten. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal den Dude seine Charakterliste auf jeden Fall mal an. Und schauen, was da geht. In dem Heroes Team ist es natürlich ganz klar so, ihr könnt auch viele Kombinationen spielen. In dem Falle hat aber, wenn ich ehrlich bin, das Beste aus seinen Charakteren gemacht, wenn er eine Dreifach-Vierfach-Kombo, also die zwei Vierfachen Vegeta und Goku, Vierfach Gogeta als Fusion-Charakter und hat sie dann noch ausgeglichen mit weiteren Fusion-Charakteren, Super Gogeta und dreifachen Physisch-Gotenks, da kann man auf jeden Fall nicht meckern. Da hat er das Beste aus seinen Charakteren auf jeden Fall gemacht. Wie gesagt, ich weiß, wir sehen hier noch zum Beispiel Vegeta Blue auf 51%, aber wie gesagt, in dem Heroes Team kann man wirklich vieles machen, aber ich finde, aus den ganzen Charakteren, aus dem Charakterpool, wenn wir uns den Graph noch anschauen, hat er das schon richtig gewählt. Wenn wir das Ganze hier uns betrachten, wie gesagt, stimmt alles, ja. Rotationen, die linken sich sehr, sehr gut. Ich würde auf jeden Fall eine Rotation lassen, den vierfachen Goku mit Vegeta, die teilen sich 6 ganze Link-Skills. Und in der anderen bist du quasi frei nach Kopf, was du momentan brauchst, ja. Wir haben Fusions-Kombo hätten wir mit dreifachen Gotenks. Super Gogeta oder Super Gogeta oder Super Gogeta, dreifachen Gotenks oder vierfachen Gogeta mit einem der Fusion Charaktere oder LA Vegito Blue. Wie gesagt, da bist du wirklich frei, das liegt ganz bei dir, wie du das machen willst. Aber ich finde hier die Combo geil. Ja, wir haben Super Saiyan 4 Combo und Fusion Combo. Ist ein sehr nettes Team, deswegen sage ich, hast du aus deinen Charakteren auf jeden Fall das Beste noch gemacht und da gibt es dann die 9 von 10 Punkten. Gratuliere. Gut, dann kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Draco955. Lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns, Hashtag Team Osdere, du hast gerade Super Vegeto physisch gezogen und ein Team mit der Majin Buu Saga Kategorie Team gemacht. Und soll ich wen austauschen in mein Team? Wen austauschen in mein Team? Alles klar, dann gucken wir uns erstmal sein Team an. Wir sehen, okay, er hat regelrecht Vegeto erst neu gezogen, gratuliere dir dafür. Aber dann sind natürlich dementsprechend alle Charaktere sind richtig gesetzt, 6 von 10 Punkten. Aber nicht alle sind Dokkan Awaked, nicht Max Level, also bleibt es vorerst bei den 6 von 10 Punkten. Und genau, das sieht ein interessantes Team aus. Ja. Ihr dürft nicht vergessen, ihr könnt natürlich auch Kid Buu in das Team nehmen. Er ist zwar ein Extreme-Type, aber er gehört zu der Saga. Aber linkt er sich gut? Das werden wir uns gleich betrachten. Schauen wir uns erstmal seine Charakterliste an. Seine Charakterliste an. Ich wollte erst Charaktere sagen, Liste, und dann kam beides. Ihr wisst, wie das läuft bei mir. Anyways. Charakterliste, okay. Es ist so, auch wenn es ein Majin Buu Saga Team ist und man beide Charaktere, also sowohl Extreme als auch Supertypes nehmen könnte, hier Kid Buu und die ganzen Heroes, würde ich dann eher dazu raten, wenn man ein vollwertiges Heroes Team bauen kann, ein vollwertiges Heroes Team nutzen sollte, wäre besser, weil die es einfach besser linken, weil wir wissen, Kid Buu hat keinen Keyling Skill zum Beispiel. Anyways, heißt im Umkehrschluss, ich würde den Kid Buu raustun und den Super Saiyan 2 Gohan physisch reintun, der Supporter, ist wirklich sehr, sehr gut, hat noch Schatten Speed mit Ultimate Gohan. Ultimate Gohan ist im Team, er hat sehr eigene Link Skills, vor allem Keyling Skills. Deswegen ist er quasi ein guter Buddy von ihm, ein guter Partner für ihn. Und genau, theoretisch wäre aber auch eine Kid Buu Buhan Combo möglich, aber das schauen wir uns gleich näher an. Gucken wir uns erstmal den Graphen an von dem Heroes Team quasi, also von dem Majin Buu Team mit nur Helden. Wir haben ganz klar Super Vegito und Gotenks, die teilen sich 5 Link-Skills, kann man in eine Rotation behalten, wäre nicht falsch. Die Dreifachen kann man ebenso in eine Rotation halten oder dann entweder Ultimate Gohan und Super Saiyan Gohan physisch als Rotationscharakter behalten oder auch in eine Rotation. Aber wir sehen, Ultimate Gohan ist da wirklich ein bisschen eigen mit den Link-Skills. Und ja, es ist zwar ein Dokkan-exklusiver Charakter und ein Leader, aber
durch seine Passive da 50% für jeden Alliierten gibt, unter anderem ist er auch ein guter Rotationscharakter, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Also so könnte zum Beispiel ein Team aussehen. Und aber zurück zu den Kit Boosts. Honorable Mentions, also ernennenswerte Erwähnungen, wäre ein Full Kid Buu Team, ein volles Kid Buu Team unter dem Leader von Vegito. Wie sieht das Ganze aus? Boom! Also so ein Team habe ich noch nie gesehen, ja? Klar, erst Majin Buu Saga, Super Vegito, aber wie gesagt, Kid Buus sind auch in der Majin Buu Saga. Viele bauen entweder nur Vegito nehmen sie als Leader, bauen Heroes, so wie das wir gerade gemacht haben, weil es quasi besser linken oder vermischen ist. Aber so ein Team habe ich noch nie gesehen. Das sieht doch auch geil aus. Die linken sind wirklich sehr, sehr gut. Ja, wenn wir uns mal gucken, Buhan, Butanks, 5 Link Skills, der Crazy Buu mit dem Kid Buu 5 Link Skills, Buff Buu mit Kid Buu 6 Link Skills. Also so ein Team würde mich auch interessieren und das kann er auch machen, ja. Also Draco, so ein Team könntest du auch bauen. Wenn du mal Lust hast, vielleicht was anderes zu gehen, eine andere Schiene, dann könnte ich auf jeden Fall das Team empfehlen. Ja, sieht interessant aus und witzig. Also genau, das ist auf jeden Fall auch ein cooles Team, würde ich sagen, die zweite Möglichkeit. Anyways, dann kommen wir zum nächsten Team. Das nächste Team ist von Reaper. Danke für die Einsendung. Er schreibt uns, Hashtag Team Osoru. Hätte gern weiterhin ein Villains-Team. Cooler würde ich gern drin lassen. An Buhan bin ich gerade dran, seine Essay hochzumachen. PS, macht geile Videos und freue mich immer, wenn er jetzt ankommt. Lieben Dank dafür für die netten Worte. Schauen wir uns mal sein Team an. Es handelt sich dann quasi um ein Villains-Team. Okay. Alle Charaktere sind durchaus richtig gesetzt. Alles sind alles Villains. Unter dem Leader von Rosé. Und alle sind zwar Max-Level, aber nicht Dokkan-Awaked. Buhan ist nicht Dokkan-Awaked. Heißt, es gibt dir vorerst also 7 von 10 Punkten. Kula soll drin bleiben. Gucken wir uns dann, also Buhan wahrscheinlich auch, weil er gerade dabei ist, ihn hochzubomben. Beziehungsweise schauen wir uns mal seine Charakterliste an. Und wenn ich die Charakterliste so betrachte, fällt mir direkt eine auf. Das ist Fusion Zamasu. Wir haben Goku Black und Rosé drin. Und Fusion Zamasu legt sich gut mit Rosé und Goku Black und auch mit den LR Androids ein bisschen. Da würde ich dann hergehen, um ehrlich zu sein, will ich Golden Freezer für ihn raustun. Golden Freezer ist zwar ein guter Tank, macht auch ein bisschen Schaden, aber unter dem Charakterpool haben wir quasi schon Cooler als Tank. Attack und Death, 100%. LR Androids durch die Sets als Tank, deswegen können wir da auf Golden Freezer verzichten und nehmen da lieber Fusion Zamasu rein. Der legt sich, wie gesagt, auf jeden Fall besser als Golden Freezer in diesem Team. Und dann sehen wir schon, das Team sieht wirklich 1A aus und wirklich sehr interessant. Und im Willens-Team ist quasi so, ihr könnt mit den Rotationen hin und her springen, was ihr gerade braucht. Beispielsweise könntest du in eine Rotation lassen. Cooler mit Buhan. Teilen sich 4 Link-Skills. Rotationscharakter würde ich auf jeden Fall Goku Black lassen. Weil wenn immer wieder reinkommt, gibt der Ki plus 3. Warum würde ich Rosé? Gibt es da auch Ki plus 3 für Extreme Types, aber Rosé ist halt an sich bessere Karte mit seinem konstanten Angriffsboost. Goku Black braucht erstmal seine Ki. So könnt ihr zum Beispiel dann in der Rotation halt Rosé mit den Androids oder Rosé mit Fusion Zamasu. Und dann könnt ihr die Goku Black rausrotieren und die LR Androids. Aber so sieht das Team doch auf jeden Fall schon viel schöner und besser aus. Und genau, dieses Team würde ich hier an der Stelle vorschlagen, Reaper. Alles klar, und jetzt zum aktuellen Thema. Schauen wir uns mal das nächste Team an. Ein Super Battle Road Team. Denn Super Saiyan Blue Freak, nehme ich mal an, schreibt uns. Hashtag Team Osado, ich brauche ein gutes Team für das Super Battle Road und allgemein ein gutes Team. Kannst du morgen in deinem Video Vorschläge machen, bitte? Kann ich gerne machen. An der Stelle nicht falsch verstehen. Ich habe jetzt nicht extra diesen Dude genommen, weil er mich darum gebeten hat. Also weil es so implizit dasteht, ja. Kannst du das bitte in einem Video nehmen? Nee, also bitte nicht, dass ich in den falschen Kragen. Ich würde auf jeden Fall ein Super Battle Road Team nehmen und das war eines davon quasi. Und also beantworten wir, beziehungsweise gucken wir mal sein Team an. Ob es ein gutes Team, ich beantworte mal die Frage, so an sich ein gutes Strength Team ist, ja, kannst du auf jeden Fall so lassen, aber ich habe es auf jeden Fall in dem Sinne reingenommen, weil ich es ein Super Battle Road Team auf jeden Fall mal haben wollte und vorstellen wollte. Wir haben hier, wie gesagt, ein gutes Strength Team an sich, ja. Wenn ich das so betrachten könnte, alle Maxel, alle richtig gesetzt werden, das 8 von 10 Punkten. Aber Super Battle Road Aspekt würde ich auf jeden Fall Vegeta Blue raushauen. Für wen aber rein? Dafür müssen wir uns seine Charakterliste anschauen. Und da sehe ich schon. Okay, Super Saiyan 3 Vegeta hat er schon drin als Tank, das ist wichtig. Damage Shield hat er drin. Paikuhan. Warum Paikuhan? Paikuhan verringert durch die Passive des Gegners Verteidigung, aber wenn er eine Ulti, wenn er ultet, verringert er den Angriff des Gegners stark und das ist im Super Battle Road wirklich sehr, sehr wichtig. Er verringert den Attack, wollte ich sagen. Er verringert den Angriff natürlich. Oh man, was ist heute los? Anyways,
Er verhindert den Angriff des Gegners, das ist sehr, sehr wichtig. Müsst ihr auf jeden Fall mit reinbeziehen, mit betrachten. Wenn wir uns den Grafen angucken, habe ich da auch noch ein Pocket Pick gesetzt neben Gogeta, nämlich der Krillin. Das ist der Free-to-Play-Krillin, den ihr aus dem Barbershop holen könnt, wenn er Typenvorteil hat, und das haben wir auch durchgehend im Super Battle Road. Dann hat er eine Damage Reduction von -50%. Das ist sehr wichtig, wäre ein guter Rotationscharakter, der quasi wenig einsteckt. An sich werde ich auch gleich auf die Pocket Picks und MVPs mehr drauf eingehen. Merkt euch erstmal ganz kurz. Aber zum Beispiel für Super Battle Road könntest du in eine Rotation lassen. LR Vegito Blue mit Super Saiyan 2 Vegeta und Bulma. Linken sich gut, geben sich Shattering the Limit. Beide tanken sehr gut. In der anderen Rotation könntest du zum Beispiel lassen 4-fachen Goku mit 3-fachen Vegeta. Kann man auch auf jeden Fall spielen. Einer macht Schaden, einer tankt. Und Paikuan wäre dann ein guter Rotationscharakter. Wenn er reinkommt, verhindert den Angriff, Verteidigung. Kugel ist halt schwierig, er macht zwar Schaden, aber kassiert auch viel. Da könntest du vielleicht eventuell auf diesen Krillin zugreifen. Den hast du gerade nicht, aber wie gesagt, das wäre so meine Empfehlung an euch. Und genau, so könnte zum Beispiel ein Super Battle Road Team aus deinen Super Saiyan Blue Freak aussehen. Aber wie gesagt, wir merken uns das. Wir merken uns auf jeden Fall mit den Pocket Picks. Darauf kommen wir am Ende noch zu sprechen. Vorerst haben wir das nächste Team. Das nächste Team ist von Vegeta. Vegeta schreibt uns, Hashtag Team Osoru. Das ist mein Super Strength Team. Goku und Gohan. Und Gohan sind Max S hier. Und ich grüße Sabo, den krassen Boy. Dann gehen natürlich Grüße raus an Sabo an der Stelle. Und zwar, wenn wir uns das Ganze angucken, sein Team. JP, aus aktuellem Anlass habe ich den Extreme Z Battle, beziehungsweise der... ist der Gohan drin von Extreme Z Battle mit seinem Extreme Z Awakening. Super Strength Team, alle Charaktere sind richtig gesetzt. Max Level. Dokanomic alle, ja. Passt so, sind quasi 8 von 10 Punkten. Wenn wir uns aber seine Charaktere ansehen, dann würde ich mal hergehen und gucken, was hier so abgeht. Im Prinzip hat er nicht falsch gedacht. Er wollte quasi eine Super Saiyan 3 Combo. Denn er hätte 3 Super Saiyan 3 Charaktere. Die Sache ist die, Goku GT ist ein guter Supporter. Ihn könnte man auf jeden Fall immer in einer Rotation mit dem 4-fachen Goku lassen. Er supportet den wirklich 1A. Vegeta ist ein Tank. 3-fache Vegeta, Attack Modif 90%, also der GT Vegeta. Aber die Zeitrotation wäre halt viel besser quasi, wenn sie nicht aus Super Saiyan 3 bestehen würde. Nämlich aus Ultimate Gohan und Extreme Z Awakened Gohan. Wenn wir uns mal sofort den Graphen hier auf jeden Fall mal anschauen, dann sehen wir das auch so, ja. Wir sehen das auch so. Würde zum Beispiel die erste Rotation lassen, wie gesagt, 4-fache Goku mit 3-fachen Goku. Er gibt ihm wirklich sehr gute Links. Sein Angriff steigt da immens. 5 Links jetzt, die haben es wirklich in sich. Und in der anderen dann Ultimate Gohan und den Extreme Z Awakened Gohan. 3 Links geht's auf jeden Fall enough für das Team. Deswegen würde ich sagen, die Rotationscharaktere. Den Vegeta kannst du auf jeden Fall drin lassen. Er ist ein guter Tank, aber wie gesagt, wenn wir uns seine Charaktere nochmals anschauen, sage ich mal, beziehungsweise angeschaut haben. Dann wäre als zweiter Rotationscharakter Bardock als Supporter, denke ich, besser und besser aufgehoben in dem Team. Also würde dein Team im Endeffekt dann so aussehen quasi. Genau. Gut, aber zum Schluss, das waren quasi alle Teams, zum Schluss seid natürlich mal wieder ihr gefragt. Super Battle Road ist gerade aktuell. Ich habe schon in meinem Guide ein paar Charaktere gezeigt, viele Teams. Wenn ihr das nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Und ich poste auch auf Twitter verschiedene Teams, mit denen ich es schaffe, oder auf Discord. Und da kommt halt wirklich der ein oder andere Pocket Pick MVP zustande. Pocket Pick MVPs sind Charaktere, die das Super Battle Road entscheiden können. Darunter zählen, ich will nicht viele nennen, denn ich will welche von euch wissen gleich in den Kommentaren quasi. Dazu haben wir zum Beispiel den Krillin gesehen aus dem Barbershop. Wenn noch zum Beispiel mir einfallen würde, wäre vielleicht Jaco, der jeden stunt. Und so weiter und so fort. Wie gesagt, ich will nicht viel verraten. Denn in der Community gehen wirklich sehr coole Charaktere durch. Und ich finde das sehr, sehr geil, dass man in Super Battle Road quasi solche Charaktere beachtet, die man noch nie beachtet hätte. Und die Teams umstellt. Das finde ich so interessant am Super Battle Road. Und deswegen seid auf jeden Fall ihr gefragt. Welche Charaktere kennt ihr als Pocket Pick? Welche Charaktere sind eure Pocket Picks, eure MVP? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ich kann es kaum erwarten, darüber zu gehen und zu schauen, welche Charaktere da ihr mir anbietet, beziehungsweise welche Charaktere euch in den Kopf kommen. An der Stelle bedanke ich mich dann auf jeden Fall fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.